Ja, herzlich willkommen zurück zu Talos Principle. Wir waren beim letzten Mal bei Tor 5, haben Tor 5 zu Ende gemacht, alles erfüllt, sogar die 2 Sterne geholt, was eigentlich gar nicht geplant war, aber es war nun mal so. Und haben einen kleinen Vorgucker gehabt auf die ägyptische Bereiche in im Raum B. Das heißt, es trennen uns nur noch 2 Räume hier und da. Und dann können wir eigentlich theoretisch schon rüber wandern. Okay, wir machen 6. Also Raum 6. Vor langer Zeit habe ich diese Welten entsprechend dem Zweck der verborgenen Worte erschaffen. So haben alle Dinge einen Sinn, wo vorher nur Chaos herrschte. Wisse dies und zweifle nicht. Okay, Elohim. Da piepst schon was, aber ich sehe gerade noch was. Es gibt eine Schlange in der Maschine, ein Geschöpf der Lügen und der Blasphemie, durch das Archiv verdorben, das keine Hoffnung kennt und das die Welt in ewige Dunkelheit stürzen würde, um seine eigene Verzweiflung zu verherrlichen. Ich habe geschworen, es nie in mein Herz zu lassen. Face. Okay. Es piepelt. Verraten Sie mir etwas. Machen Sie immer, was man Ihnen sagt? Was? Nein. Ich frage nur, weil ich nicht darum herumgekommen bin, dem Stapel von farbenfrohen Krimskrams, den Sie gesammelt haben, zu bemerken. Denken Sie nicht, dass es etwas seltsam ist, dass die Stimme im Himmel Ihnen befiehlt, diesen Schnickschnack zu finden, Ihnen aber absolut verbietet, diesen Kram zu benutzen, um den Turm, der in der Mitte von alledem steht, zu besteigen? Sie wollen mich nur in die Versuchung führen. Ich muss dem Turm widerstehen. Ich klette da hoch, wenn ich bereit bin und keinen Tag früher. Was soll man nehmen, Freunde? Wäre ich jetzt ganz brav, würde ich sagen, sie wollen mich nur, ich muss den Turm widerstehen. Oh nein, er hat sie wirklich voll erwischt, oder? Sie müssen alles, was ihnen gesagt wurde, vergessen und sich folgendes fragen. Wie kann jemand so viel blindes Vertrauen in seine Autorität verdienen? Wenn ich einen Schöpfer habe, dann würde er meine Bestimmung kennen und mein Vertrauen besitzen. Mir ist fundamental klar, dass Elohim hier das Sagen hat. Wenn jemand besser und weiser als ich ist, dann verdient er mein Vertrauen. Niemand verdient blindes Vertrauen. Und auf was lässt uns das schließen? Dass ich Elohim Misstrauen entgegenbringen sollte, so wie jedem anderen auch. Dass ich den Turm besteigen sollte, um zu sehen, was er zu verstecken hat. Dass ich diesem Elohim ein paar Fragen stellen muss. Ich würde sagen, dass ich Elohim Misstrauen entgegensetzen habe. Wie jedem anderen auch. Meine Arbeit hier ist getan. Was Sie auch tun, passen Sie auf. Sie haben größere Probleme als die Stimme im Himmel. Sie sagen seinen Namen nicht gerne, oder? Ich passe schon auf. Supportsitzung wird beendet. Ah, wir haben wieder 3 Dateien. Eine LOL. G.A. Harrison. Seitdem wir in die neuen Räumlichkeiten umgezogen sind, habe ich so ein komisches Gefühl. Nein, nicht so. Es ist nur... Ich habe das Gefühl, ich könnte ständig plötzlich anfangen zu lachen. Das ist wahrscheinlich Schock, oder? Eine Unfähigkeit, mit der Realität umzugehen. Oder vielleicht ist es auch einfach nur, dass wir an diesem verrückten Ort, mit dieser verrückten Technologie, an diesem verrückten Projekt arbeiten. Und ich mich langsam wie ein richtiger verrückter Wissenschaftler fühle. Fürchtet euch, Sterbliche. Wir werden Leben erschaffen mit der Macht der Wissenschaft. Ich habe Alex davon berichtet und sie hat mir eine Spielzeugbrille mitgebracht. Ohne Brille kannst du kein verrückter Wissenschaftler sein, hat sie dazu gesagt. Sogar ein Malcolm hat eine Brille.
Und ich habe auf L gezeichnet und gesagt, das Leben, findet immer einen Weg. Vielleicht musste man dabei sein. Alle E-Mails von dieser Adresse gelten als vertraulich. Teilen oder Weiterleiten ohne Genehmigung kann strafrechtlich durch den entzündeten Geist Jeff Goldblums verfolgt werden. Okay, lol. Chatbots. Oh. Chatbots werden immer raffinierter. Wohl wahr, aber kaum relevant für diese Diskussion. Bist du sicher? Woher weißt du, dass ich nicht ein Bot bin? Sei nicht albern. Ich bin nicht albern. Ehrlich, wie könntest du das wissen? Haha, Troll. Ich bin kein Troll. Ja, genau. Gibt es irgendwas, was ich bisher geschrieben habe, das nicht von einem Bot stammen könnte? Ich reagierte auf einfache Beleidigungen wie albern und Troll mit sehr einfachen Worten. Ich muss mal eben gucken. Und ich habe bemerkt, dass keiner von euch richtige Rechtschreibung verwendet, also vermeide ich auch Großschreibung. Vegan Vero, was ist die Hauptstadt von Frankreich? Jenny, Paris. Selbst das einfachste Skript könnte diese Informationen aus dem Netz ziehen. Nigel Pyjamas, was ist die Hauptstadt von Kroatien? Zagreb. Okay, sie ist ein Bot, lol. Ich bin kein Bot. Ich bin Europäer. Wir lernen solche Sachen in der Schule. Ich habe dich schon ein paar Mal in diesem Chatraum gesehen. Bots können nicht an Diskussionen teilnehmen. Bestenfalls können sie zufällig Kommentare schreiben. Sam hat recht. Hör mit dem Trollen auf. Vegan Warrior. Sam ist ein Bot. Moment. Sam ist der Bot und nicht Jenny? Interessant. Oh Mann. Okay, der nächste, Cicero. Sollte der fleißige Landsmann Bäume pflanzen, deren Früchte er nie sehen wird, und sollte ein großer Mann nicht Gesetze erlassen, Institutionen und Republiken gründen? Was bedeutet die Zeugung von Kindern und unsere Sorge, unseren Namen weiterzugeben? Unsere Adoptivoptionen, unsere Adoption und unsere gewissenhafte Genauigkeit bei der Erstellung von Testamenten, die Inschriften auf Denkmälern und unsere Lobreden, als dass unsere Gedanken sich auf die Zukunft beziehen, kann nicht abgerufen werden. Was glaubst du, haben so viele und so große Männer unserer Republik, die ihr Leben für ihr Wohl geopfert haben, erwartet? Glaubst du nicht, dass sie dachten, dass ihre Namen über ihre Lebzeiten hinaus weitergehen sollten? Keiner hat jemals den Tod für das Vaterland akzeptiert, ohne eine tiefe Überzeugung von der eigenen Unsterblichkeit zu besitzen. Themistokles hat in Ruhe und Frieden gelebt. Könnte in Ruhe und Frieden gelebt haben, so. So könnte, Epaminondas. Und um weder zu weit in die Ferne noch zu weit in die Vergangenheit zu erblicken, so könnte auch ich leben. Aber irgendwie hat sich in unseren Köpfen eine gewisse Vorahnung der zukünftigen Zeitalter festgesetzt und diese existiert. Obwohl am hartnäckigsten als auch am deutlichsten in Männern von erhobenen Geiste und den größten Seelen. Wenn man dies wegnimmt, wer wäre dann so verrückt, sein Leben inmitten von Mühen und Gefahren zu verbringen? Der Heidenei. Viel Denkrams für euch. So, ich mache mal in diesem Tor einen kleinen Rundgang. Wir haben hier wieder verschiedene Untertore, wo es halt die Siegelsteine gibt. Schon genial, ne? Diese Fragen, die da so aufkommen. Was ist Leben? Hat eine künstliche Intelligenz das Anrecht darauf, äh,
Warum haben wir hier einen... okay. Wir haben hier einen Felsen, ein Tetraeder gefunden. Warum? Ah, warte mal, hier ist er wieder. Manche der Nachrichten, die existierten, als ich erschaffen wurde, sind verschwunden. Andere sind erschienen. Wie viele andere haben diese Pfade beschritten? Wie viele Gedanken sind verloren gegangen? Ich bin immer noch hier. Es scheint, als ob alle gleichzeitig hier sind und zugleich gar nicht. Sorry, das ist nicht besonders hilfreich, oder? Mir fällt kein anderer Weg, eines auszudrücken. Je eher du akzeptierst, dass wir alle für immer und ewig hier sein werden, umso eher wirst du Erleuchtung finden. Also hier haben wir das Steinchen gefunden. Was bist du? Ach so, falsche Seite. Ein einfaches Prinzip. Obwohl Straton selbst nie den Begriff verwendet hat, wurde seine Aussage über die unausweichliche Materialität des Lebens, dass wie der bronzene Riese Talos selbst der gläubigste Philosoph nicht ohne sein Blut leben kann, letztendlich als das Talos-Prinzip bekannt, was viele seiner Zeitgenossen und nicht wenige spätere Gelehrte aufgebracht zu haben scheint, ist die Einfachheit und die Unanfechtbarkeit des Prinzips, welches laut einem Fragment, das in Miletus gefunden wurde, durch ihre rhetorischen Netze schnitt, welche versuchten, ihre Zuhörer mit fantasievollen Worten und Gedanken über den Himmel zu verwirren, wie Alexanders Schwert durch den gordischen Knoten. Diogenes Laertius erwähnt einen Diskurs von Anaximander von Chalkedon, der das Talos-Prinzip stark erweiterte, aber dieses Werk bleibt uns verloren. Okay. 12 Kommentare. Erster, wie es halt immer ist. Ernsthaft, Cheeseman? Das war das Beste, was dir eingefallen ist? Lol. Eine tolle Momentaufnahme der besten und schlimmsten Charakterzüge der Spezies Mensch. Die schlimmsten Charakterzüge wirklich, ist nur ein Kommentar. Ich bin nicht Stalin. Stalin war auch ein Troll-Kommentator. Vielleicht solltet ihr mit den Witzen aufhören, das ist ernst, das Ernsteste, was jemals geschehen ist. Ich denke, das ist ein guter Grund zum Scherzen. Das Internet macht langsam nicht mehr mit. Tschüss, Leute. Tschüss, Gott segne euch. Letzter. Lol. Und ein Akadi-Tagebuch. Habe heute offiziell mit der Arbeit am Archiv begonnen. Mitwirkende aus jedem Land auf der Erde, solange Netzwerkverbindungen verfügbar sind. Team vom Projektumfang eingeschüchtert, arbeitet aber hart. Wir werden unsere Räumlichkeit mit den Drennen und Zarab-Team teilen. Freue mich, sie zu treffen. Ja. Aber ihr wollt mit Sicherheit weitermachen. Aber wir haben jetzt eine Kiste gekriegt. Und die muss ja irgendeinem Zweck dienen, diese Kiste. Wofür haben wir hier eine Kiste? Die Mauern sind hier so hoch, dass wir nirgendwo rauf können. Es sei denn... Schon wieder? Freunde, ich kann doch hier nicht immer pibbeln. Wartet mal, ich habe da so eine Idee. Ich weiß, ihr wollt eigentlich weitergehen, aber... Es fuchst mich jetzt, warum wir hier eine Kiste haben. Können wir denn? Wir können. Ha! Guck mal da, ein Stern. Wir haben einen Stern. Ja, wie genial ist das denn? Ja, den nehme ich doch gerne. Was du kannst heute besorgen, verschiebe nicht auf morgen. Ich weiß zwar noch nicht, wie wir heute rauskommen sollen, aber naja, wir haben einen Stern. Klassische Philosophen.
All diese komprimierte auf diese komprimierte Datei kann nicht zugegriffen werden. Eine umfangreiche Sammlung von Werken der alten Philosophen von Griechenland und Rom. Annotiert. Kompressionsalgorithmus nicht im System. Okay. Fortgeschrittene Reparatur oder was? Von Alexandra Drennan. Hallo. Wie wir in den letzten Sitzungen besprochen haben, werden wir für die Simulation eine bereits bestehende Spielengine verwenden. Dies gibt uns eine ganze Reihe von Vorteilen. Stabilität, Benutzerfreundlichkeit, modular einfach zu integrieren, große Mengen an bereits bestehenden Assets, von Natur aus auf das Prüfen von Nutzern ausgerichtet, für iterative Prozesse entwickelt. Nach einigen Hin und Her haben wir uns entschieden, alle relevanten Unterlagen sind beigefügt, Alex. Okay. Haben wir auch aufgenommen. Man hat so das Gefühl, das ist so ein bisschen so von den Entwicklern so einige Texte, ne? Aber, Freunde, wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir hier wieder irgendwie rauskommen. Ach, da ist eine Leiter, okay. So, dann machen wir mal. Wir haben einen Stern. Wir haben einen Stern. Juhu, juhu, das höre ich gern. Wir fangen wieder links an, im Uhrzeigersinn. Und holen uns mal hier diesen roten. Täuschung. Es gibt da einen Eumelbums, einen Connector. Wir machen wieder einen Rundgang. Täuschung. Hier kann man wieder einen Rat erbitten, was wir nicht tun wollen. Wir fangen erstmal an. Okay, Freunde, ich sehe schon ganz viel. Den nehmen wir mal mit, ne? Brauchen wir nicht wieder rum. Das ist nur eine Bank. Wir haben einen Connector. Ein bisschen wenig, oder? Wo ist denn der? Da ist der rote. Okay. Pass auf, wir fangen mal an mit dem roten. Fehlen ja noch Konnektoren. Wir können ja nicht mit einem Konnektor. Uns fehlt ja jede Menge noch. Hier war jetzt nur der eine, ne? Ja. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Habe ich euch am Anfang nicht gesagt, es wird kniffliger werden. Ah, jetzt haben wir einen zweiten Konnektor. Den könnten wir theoretisch hier benutzen. Ach du heiliger Strohsack. Und dann könnten wir den hier benutzen. Ach du Deibel. Ich will nicht mehr. Aber ist schon geil. So. Ah, da ist noch ein Konnektor. Wo ist der blaue? Da ist der blaue. Da ist der blaue. Okay. Okay. Ich denke gerade so ein bisschen drüber nach, was man so für einen Unsinn anstellen könnte. Man hat ja jetzt hier die ganzen Dinger alle, aber eigentlich bräuchten wir ja nur den hier, um den blauen freizuschalten. Die Frage ist, könnte ich einen Konnektor wegnehmen, wenn ich den blauen als Ersatzteil, als Ersatz nehme für was anderes? Ich muss ja nicht den blauen blau lassen. Versteht ihr, was ich meine? Ihr versteht nicht, was ich meine, garantiert nicht. Ich könnte vielleicht, wenn ich das Ganze vereinfache, ah, nee, hier kann ich den nicht hin.
Könnte ich vielleicht einen Connector da rausholen? Pass mal auf, ich zeige euch, was ich meine. Aber nee, aber doch. Ich zeige euch, was ich meine. Passt auf. Das wird jetzt echt ein bisschen knifflig. Also, wir haben ja jetzt hier den hier. So, passt auf. Wir haben ja jetzt hier das Ganze so gesetzt, wie es jetzt ist. Jetzt ist alles offen. Aber nee. Nee, kann ich doch keinen rausnehmen, oder? Nee, da komme ich nicht um den Winkel. Ich kann die ja nur rausnehmen, wenn ich die alle über einen Punkt laufen lasse. Und das geht hier nicht. Also wir müssen die wahrscheinlich so lassen, wie sie jetzt sind. Aber warum will ich auch irgendwas verändern, wenn es doch funktioniert? Wartet. Ich gehe mal wieder zurück. Mach hier mal den blauen frei. Aber warum? Gucken wir mal. Oh. Dann haben wir hier den blauen frei. Ah, doch, wartet. Wir brauchen den blauen Strahl, um weiterzukommen. Das heißt... Theoretisch könnten wir diesen Strahl hier... Ne, den können wir nicht wegnehmen. Doch, das war das, was ich meinte. Vielleicht können wir den umleiten. Aber das Problem ist, wir brauchen den Strahl ja als Ganzes. Aber ich könnte... Ne, ich könnte nicht. Ich bräuchte ja beide hier. Obwohl doch, von hier könnte ich das machen. Da könnte ich auf jeden Fall die beiden freischalten. Aber ich hätte keinen Konnektor in diese Richtung. Was ist, wenn ich den jetzt... Ne. Den hier... Ach, warte mal. Nee, da komme ich nicht durch mit dem Strahl. Der wird getrennt dann. Also wir brauchen definitiv noch einen Connector. Weil hier ist keiner mehr. Wenn ich das nochmal alles abschreite, wäre man nicht mehr. Hier sind wir reingekommen. Das heißt, wir müssen den Strahl irgendwo aufheben. Aber wir können den nicht hier aufheben, weil der... Es sei denn... Wir legen den Strahl andersrum. Aber es würde nicht gehen, weil der Strahl... Doch, klar würde das gehen. Ach, dann kriegen wir das Tor nicht auf. Wir müssen ja an den anderen da dran. Einen Connector müssen wir hier noch irgendwie rauskriegen. Und zwar den brauchen wir, um das Tor hier aufzuhalten. Wenn ich den jetzt weiter nach hinten ziehe, komme ich aber auch nicht daran. Was ist denn? Wartet mal.
Was ist denn, wenn ich den nach oben stelle? Müssen wir ja wahrscheinlich sowieso, weil der Blaue sonst nicht da hinten hinkommt. Ja, die Folge wird heute ein bisschen länger, oder? Wir machen Cut, aber ich will eigentlich noch keinen Cut machen. Was haben wir denn hier oben? Stelle ich den mal hier hin? Ah, ne, können wir ja nicht. Wir kommen ja gar nicht. Doch, wir kommen von da. Ne, kommen wir nicht. Der ist zu. Ah. Also ich muss irgendwie einen rausnehmen können. Und das geht nur, indem ich einen umsetze. So. Das heißt, wir müssen mit dem Blauen erstmal basteln. Anders geht es nicht. So. Aber der Blaue ist ja dann da. Also mein Ziel wäre es, den roten Strahl so zu lenken, dass er praktisch hier auf den Konnektor geht. Was aber nicht funktioniert, weil der blaue Strahl davor ist. Und wir dürfen die Strähle, wie wir ja wissen, nicht kreuzen. Wir brauchen aber, obwohl, ich versuche mal was. Den. Ah, shit. Den. Den. Und den. Ihr seht selber, egal in welche Richtung wir gehen, wir kriegen immer nur einen frei. Das heißt, der Strahl muss eigentlich anders funktionieren. Der muss aber aufbleiben, das ist das Problem dabei. Wenn wir das jetzt über hier rüber laufen lassen würden, würde hier auch funktionieren. Das Problem ist, der müsste aufbleiben, aber wir könnten vielleicht den da hinten. Den da hinten könnten wir wegnehmen. Pass mal auf, ich versuche mal was. Mal gucken, wenn ich den, verflucht. Ich komme da nicht hin. Ich kann den so machen, aber ich kann nicht den machen. Thank you.
sagen, ich lasse den unten, den roten. Blauen kann ich nicht hochsetzen. Wenn ich den blauen hochsetze, kriege ich den da hinten nicht hin. Ist das kompliziert. Und wir brauchen ja eh die blaue Quelle hier. Die Frage, was ist einfacher? Ich gehe nochmal alles ab, ob wir nicht noch irgendwo einen Connector übersehen haben. Dann wäre es natürlich ein einfaches. Haben wir aber nicht. Seht ihr, Freunde, so wird das dann Kopfarbeit der feinsten Art und Weise. Aber ich komme da drauf, ich weiß das. Hier habe ich den roten. Den roten brauche ich ja nicht hier hinten hinstellen, den kann ich ja auch hier vorne hinstellen. Wo ich den roten aber nicht hinstellen kann, ist... Ich kann den roten so weit vorziehen. Oh. Dann habe ich da hinten wieder ein bisschen Spiel. Das Problem ist, ich kriege das blaue Teil nicht hier rüber. So, jetzt könnte ich aber theoretisch... hier hinstellen. Man müsste dementsprechend auch den roten hochstellen. So, wartet mal. Einen Connector auf jeden Fall über, den ich für den blauen nehmen kann und kann den blauen durchreichen. So wird ein Schuh draus. Und wir haben den Teil, den Siegelstein. Ah ja, ein bisschen länger ist die Folge geworden, aber nichtsdestotrotz, wir haben auch diese Folge bestanden. Ich gehe einmal raus. Guck mal eben, da war aber auch nur dieser Siegelstein. Ja, ich wollte es wieder komplizierter machen, als es wahrscheinlich ist. Ja, und damit sage ich bis zur nächsten Folge und damit erstmal ciao!